ihn bereits gefunden. Und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Wer übrigens der Meinung ist, dass er durchgeknallert ist, er nimmt die Waffe runter, genau. Weil du mich auch nicht töten willst. Kann ich ihn übrigens, wie töte ich ihn denn? Und kabam, in den Körper rein. So, damit er mir hier keinen Ärger mehr macht. Aber man kann die Leute auch töten, man muss einfach nur halt Taste gedrückt halten und dann nach vorne drücken. So, das ist nun erledigt. Jetzt geht's auf zum alten Lager. Gomez, die Lieferung bringt den Ring bei den Magiern abgeben und dann wieder zurück. Wobei ich kein Korkalum das eigentlich auch später bringen, das Erz. Dann machen wir das so, dass wir ihm erstmal den Fokus hier bringen. Machen wir das doch in einem Rutsch. Wo war denn das nochmal, wo ich hier runtergehüpft bin? Ja gut, ich wollte mich auch nicht voll HP machen. Wenn ich aufknatsche, ist egal, ob ich volle HP hatte oder nicht. Ich glaube, hier war das. Super direkt Trick 3000. Tja, ist halt die Gozu-Abkürzung. Platsch, da muss man erstmal drauf kommen, ne? So, Korkalom, den Fokus bringen. Ach ne, erst Iberion. Ich möchte halt bald auch irgendwann mal ein Templer werden. So ein mächtiger Templer. Der Vernichtung und Tod bringt über alles. Über alles und die Erden. Schick. Schickedim. Hallo, Iberion. Oh, Natalia. Okay, es sind doch drei Frauen in diesem Spiel. Erwache. Ich bin wach. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun den Fokus zu Korkalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Okay. Korkalom. Okay, mach ich. Ja. Nee. Ich glaube kaum, dass ich damit bin. Das passiert mir nicht nochmal. Er macht hier erstmal den Jesus halt. Er geht erstmal auf die Knie und geht. Ach ja. So, und jetzt sind wir nämlich gleich an der Stelle, die ich in meinem Let's Play davor quasi beendet hatte. Wo ich da beendet hatte. Ich habe zwar noch den Botengang gemacht zu den Magiern und das Kraut dahin gebracht. Allerdings mache ich es diesmal in anderer Reihenfolge, weil ich diesmal stark genug war, um gleich den Fokus zu holen. Das war beim letzten Mal nicht der Fall. Erwache! Was willst du? Ja, ich würde willig. Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. Sekret? Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Ja. Ja. Ausgezeichnet. Erstmal will ich entlohnen. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Hast du noch eine Aufgabe für mich? Im neuen Lager gibt es eine kleine Gruppe von Männern, die ihre eigene Krautproduktion angefangen haben. Kümmere dich darum, dass sie die Produktion einstellen. Und wie? Belästige mich nicht mit Details. Die Krautmischer müssen ihr Lager irgendwo außerhalb des neuen Lagers haben. Du weißt, was du zu tun hast.
Ja, erzähl weiter. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen. Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Wahnsinn. Nicht möglich. Schweig, Narr! Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Weiser Spruch. Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Nimm diese Heiltränke mit. Ich gebe sie dir nicht, weil ich unbedingt will, dass du am Leben bleibst, sondern weil diese Aufgabe erfüllt werden muss. Ja, er wurde ja auserwählt, um die Aufgabe weiterzugeben. Möge der Schläfer dich erleuchten. Das nenne ich echt mal... Das nenne ich echt mal... eine Ausschweidung. Kann ich nicht. Leider kann ich nicht benutzen. Bin zu blöd für. Das klang bestimmt lecker und widerlich. Immer wieder speichern. In regelmäßigen Abständen. Wenn ich im alten Sufflager angekommen bin, werde ich auf jeden Fall mal das mit dem Grill... Ach komm, ich mach das. Kurzer Frameskip, bis gleich. 3 Jahre später hat Karl Bob es endlich geschafft, für dich zu grillen. Ja, alter Verwalter, ey, was ich da grillen muss. Ich glaube, das waren 80 Fläsche. Aber immerhin sind es nur 10 Sekunden Steaks. Na, ja. Man muss das positiv betrachten. Und jetzt, was wollte ich sagen? Ja, genau. Wir müssen jetzt in die alte Mine Minecrawler-Nest finden. Beziehungsweise, was heißt finden? Eher ausmerzen. Und, wir müssen natürlich den Ring abgeben. So. Oh, Varan kaputt gemacht. So, wir nageln uns jetzt durch den Wald einmal durch. Warum? Weil ich es kann. Und weil ich jetzt auch eine neue Waffe habe. Die Stahlzunge. Normalerweise ist meine Zunge nur flexibel und gelenkig. Aber jetzt habe ich auch eine Zunge aus Stahl. Okay. Erstmal hier kleine Schweinchen verdroschen. Bäm. Stück Schweinchen. Oh, die Fliege überlebt das noch, wenn ich darauf haue. Das Schweinchen ist... Schweinchen ist one hit down. Und wieder Fleisch. Noch mehr Fleisch zum Grillen. Ja, Wölfe. Kommt her, ihr Wölfe. Mehr, ihr Schafe. Mehr, ihr Schafe. Alter. Oh, Alter. Ich muss jetzt hier einen halben Meter rückwärts laufen. Bitte mich eine mal so angreifen. So. Alter, du bist fast auf den Steig mit dir, oder was? Also so ein Rudel Wölfe tut ganz schön weh. Und ich habe das Gefühl, da oben sind noch mehr. Und die kommen jetzt, um mich zu holen. Alter, jetzt... Habe ich das ganze Rudel hier, oder was? Na gut, wenn sie einzeln kommen, dann sind sie halt entspannt und chillig. Egal.
Ich nehme es mit euch allen auf. Also wenn das restliche Rudel auch noch gekommen wäre, hätte ich ganz schön auf den Pfoten bekommen. Aber... Jetzt habe ich hier noch eine Fliege. Noch eine Fliege. Oh, die Wölfe fallen hier schon runter. Wie geil sind die auf mich? Ui. Ich vernichte sie alle. Oh. Und ich treffe. Hier noch irgendwas? Nö. 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 Höhle? Was ist das hier für eine Höhle hier? Ich hab Angst. Ist das überhaupt eine Höhle oder endet die hier sofort? Ne, die endet hier. Swand! Ich dachte, hier wäre jetzt irgendwie ein böses Monster drinne. Das mich vernichtet. Arr. Arr, ich bin ein böser Monster. Ja. Und kletter hoch. Haben wir hier noch irgendwas zu töten? Hier fliegen. Ein Bergmoos. Auch noch, die Flügel sind mir halt irgendwie mittlerweile egal. Weil kann ich eh nur verkaufen und darauf habe ich gar kein Bedürfnis. Ey, was? Wo willst du hin? Hey. Oh, bleib doch hier. Das sind Cheater-Viecher. Komm runter und dann töte ich dich auch. So. Fleisch. Lass ich jetzt auch einfach liegen. Auch nicht ewig viel Fleisch. So. Oh, Scavenger. Noch ein paar Scavenger am Ufer hier töten. Ja, viel Monster abgelassen gerade. Aber es gibt halt alles EP, Stufe 6. Auf dem besten Weg zu Stufe 7. Noch ein bisschen Dingens wollte ich. Ein bisschen mehr Stärke. Weil Stärke ist gut, dann sterben die Monster schneller. Und wenn die Monster schneller sterben, dann kann ich noch mehr Monster töten. Und der Zirkel des Lebens, ein ewiger Kreis. It's a circle of life! Also wie ihr merkt, singen sollte ich nicht unbedingt. Wobei ich muss sagen, also das war übrigens aus einem meiner absoluten Lieblingsfilme ein Lied. Oh, ein Varan und da hinten sitzt irgendwie ein Typ. Den werde ich mich auch mal. Mit dem werde ich mich auch mal unterhalten. Ich möchte wissen, was der da macht. Hallo. Pacha! Hey, du! Wer, ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich.